Wegen einer schlechten WLAN-Verbindung pausiert. Okay. Guten Tag nach draußen hier aus dem Konferenzraum von Bild Sport. Die Champions League-Auslosung ist rum. Bayern gegen Juve und Wolfsburg gegen Gent. Neben mir ist Bild.de-Sportchef Christopher Buhl. Christopher, kurze Einschätzung, was ist möglich? Ja, ich glaube, man kann das ganz kurz zusammenfassen. Es ist auf jeden Fall für beide Clubs das Viertelfinale möglich. Bayern sowieso mit dem Anspruch, die Champions League zu gewinnen. Und Wolfsburg ist meiner Meinung nach auch in der Favoritenrolle gegen Gent. Okay. Bei Juve denkt man ja erstmal sofort an Paul Pogba, quasi Alleskönner im Mittelfeld bei denen. Gibt es noch ein paar andere Spieler, auf die die Bayern ganz besonders aufpassen müssen? Ja, bei so einem Verein wie Juventus Turin natürlich immer. Pogba ist klar, der stand ja auch schon im Sommer mit Juve im Finale hier in Berlin. Dybala ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Der hat in 15 Spielen in Italien jetzt schon 8 Tore geschossen. Auf den sollten die Bayern sicherlich auch aufpassen. Dybala für 32 Millionen im Sommer von Palermo nach Turin gewechselt und jetzt weiß man auch, warum er so teuer war. Besonders heiß dürften eigentlich auch Vidal und Coman sein, oder? Das ist natürlich naturgemäß der Fall. Die beiden sind ja im Sommer zu den Bayern gekommen. Vidal hat vorher 4 Jahre für Juventus gespielt und jetzt wird er eben gleich gegen seinen Ex-Club ausgelost. Das wird natürlich besonders für ihn ein ganz spezielles Spiel sein. Pavel Nedved, Vizepräsident von Juventus Turin, der hat nach der Auslosung dann gesagt, wir hätten uns etwas mehr Glück erhofft. Aus gutem Grund, ne? Ja, also immer wenn Juventus auf die Bayern getroffen ist in den letzten Jahren, dann gab es eigentlich nicht viel zu holen. Das letzte Mal ist Juventus ein Sieg gelungen im Jahr 2005. Das war in einem Vorrundenspiel, also in den Vorrundenspielen so 2004, 2005 hat Juventus mal was geholt, aber wenn es dann um was ging, dann war Bayern da. Zum Beispiel ja auch 2013, als dann später die Champions League gewonnen wurde und die Bayern Juventus zweimal mit 2:0 ausgeschaltet haben in der K.O.-Runde. Also, wir sind uns einig, kein einfaches Los, aber auf jeden Fall absolut machbar für die Bayern. Und jetzt nochmal kurz zu Wolfsburg. Da muss man nicht lang drum rumreden. Das war eigentlich schon das Glückslos aus dem Topf Gent, oder? Muss man so sagen, wobei die Wolfsburger da natürlich trotzdem sicherlich auf die Euphoriebremse treten werden. Für Wolfsburg ist natürlich alles, was nach der Vorrunde kommt, schon ein Riesenerfolg, also auch dieses Achtelfinale. Und wenn sie dann jetzt noch Gent packen und ins Viertelfinale einziehen, ja klar, dann steht Wolfsburg Kopf. Kurzer Fakt noch zu Gent, ja. Wer das Vereinssymbol schon mal gesehen hat, wird sich vielleicht gewundert haben. Wir wollen natürlich hier die Zuschauer auch mal kurz bilden. Die haben einen nordamerikanischen Ureinwohner als Vereinsemblem und das liegt daran, dass im Ende des 19. Jahrhunderts war ein Zirkus zu Gast in Gent und da gehörte zu der Show auch reitende nordamerikanische Ureinwohner auf Pferden. Und der Student, einer der Studenten, die Gent gegründet haben, war im Publikum und hat deswegen dann dieses Vereinsemblem gewählt. Das mal als kurzen Geschichtsexkurs, ja. Weil Also ich bin völlig baff. bei uns lernt man nämlich auch was. Nochmal kurz, was gab es noch? Genau, Mesut gegen Messi, Barca gegen Arsenal, auch eine ganz interessante Partie, ne? Eine sehr interessante Partie, ganz klar. Hat Arsenal eine Chance Ja, Messi natürlich mit Barcelona in der Favoritenrolle, das ist klar, diesen Titelverteidiger. Aber ich denke, man muss auch Arsenal so ein bisschen auf der Rechnung haben. Die haben ja unter anderem auch in der Gruppenphase die Bayern geschlagen mit einem sehr starken Mesut Özil. In 2 Spielen sagt man ja immer so schön, ist vieles möglich. Wenn Arsenal das schafft, nach vorne auch irgendwas zu reißen, dann wäre was drin. Aber ich glaube eigentlich, dass Barca sich durchsetzt. Okay, also wir sind uns einig, zwei machbare Aufgaben für die deutschen Gegner. Das war's von uns, von unserem schnellen Champions League-Check. Und ja, wir freuen uns auf die Achtelfinals nächstes Jahr und hoffen dann auf zwei deutsche Viertelfinalisten. Macht's gut.